Wie können wir unseren Teilnehmerinnen in der Erwachsenenbildung mit KI-Unterstützung Lernunterlagen aufbereiten und sie vielleicht sogar zum Chatten zur Verfügung stellen? Das wäre doch was Neues und was Nützliches. Und dazu haben wir uns jetzt verschiedene KI-Tools angeschaut und sie miteinander verglichen. Wir haben dabei auf den Datenschutz geachtet, auf die Kosten, auf die Ergebnisqualität und auf die Art der Weitergabe an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ein paar dieser Tools stellen wir Ihnen jetzt vor. Wir fangen dabei mit dem einfachsten an und wir empfehlen Ihnen für unser Lieblingstool, bis zum Schluss dran zu bleiben. Die technische Funktionsweise ist dabei immer eine ähnliche. Und zwar steht meist eine ChatGPT-Schnittstelle dahinter oder ein anderes großes Sprachmodell, das seine Antworten einerseits aus den Trainingsdaten generiert und andererseits aus den PDF-Dateien, die wir ihm zur Verfügung stellen. Bei der Weitergabe von Kursunterlagen wäre es natürlich fein, wenn der jeweilige Chatbot sich primär auf die von uns definierten PDFs bezieht und nicht so sehr auf seine Trainingsdaten. Die technische Funktionsweise eines Large Language Models wie ChatGPT werden wir an dieser Stelle nicht erklären, aber ich darf Ihnen dazu ein wirklich gutes Video von YouKnow empfehlen. Bitte schauen Sie sich das an. Zunächst möchten wir Ihnen ein KI-Tool vorstellen, das in ein normales PDF-Bearbeitungsprogramm integriert und noch dazu kostenlos ist. Das Tool heißt PDF-Gear. Zuerst muss man es sich lokal downloaden. Sie sehen, ich habe es bereits am Desktop. Mit diesem PDF-Programm kann man auch PDFs zusammenfügen oder in ein anderes Format konvertieren. Möchte man den KI-Chatbot nutzen, öffnet man zuerst eine Datei und klickt dann auf das KI-Chat-Symbol. Und dann kann man auch schon einen Prompt in die Chatzeile eingeben. Der Prompt könnte zum Beispiel lauten: Bitte schreibe mir eine Zusammenfassung zu diesem PDF. Und schon liefert der Chatbot eine Antwort. Das kann auch ein sehr langes Dokument sein und es ist auch möglich, mehrere Skripten zusammenzufügen und dann den KI-Chatbot zu befragen. Es gibt dann auch noch die Funktion Exportieren, mit der ist es möglich, den gesamten Chatverlauf in die Zwischenablage zu kopieren oder als TXT-Datei zu speichern. Der Versand solcher Chatprotokolle ist eine neue Möglichkeit, Lernunterlagen aus umfassenden Textressourcen aufzubereiten, mit dem Vorteil, dass man die Antworten kontrollieren kann und die Ergebnisqualität in der Hand hat. Außerdem hat das Tool in unserem Test nur wenig dazu generiert, was nicht im PDF stand. PDF Gear ist im Augenblick kostenlos und es soll auch weiterhin eine kostenlose Freemium-Version geben. Leider hat uns die Ergebnisqualität nicht durchgehend überzeugt. PDF Gear kann gut Dinge extrahieren, die im Text explizit angeführt werden und gibt dabei auch die Seitenzahl im Dokument mit an. Es findet aber nichts, wenn Dinge nur implizit angesprochen werden. Ein Beispiel: Es findet nichts zur Frage, was wird im Text kritisiert, wenn das Wort kritisieren nicht ausdrücklich im PDF vorkommt. Man sollte also die Ergebnisse unbedingt prüfen. Ja, eine kostenpflichtige Alternative dazu bietet das Tool ChatPDF. Und es gibt mehrere Tools mit diesem Namen. Ich meine hier ein sogenanntes GPT, wie das beim Bezahlaccount von ChatGPT dabei ist. Was das bedeutet, werde ich gleich später noch erklären. Man findet es hier, indem ich unter Explore GPTs ChatPDF eingebe. Und auch da kommen noch mehrere Tools mit diesem Namen. Ich meine hier dieses Tool von Prompt Boom und das öffne ich hier mal. Und dann sehe ich hier, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein PDF reinzuziehen. Und ich mache das mal. Ich lade eine Datei hoch, die wir selber erstellt haben und als offene Bildungsressource freigegeben haben. Und zwar ein Skriptum zum Umgang mit einfachen Technikproblemen aus unserem Online-Kurs, dem eBMOOC 2023. Und diesem Skriptum kann ich jetzt Fragen stellen und probiere das jetzt einmal aus mit einfachen Fragen. Ich starte mal mit dieser Frage: Was kann ich tun, wenn mein Rechner nicht reagiert
Und ich weiß, dass wir diese Frage im Skriptum explizit beantwortet haben und schau jetzt mal, was denn eigentlich ChatPDF draus macht. Und als erstes wird einmal das Skript analysiert und dann kommen da Antworten wie Stromzufuhr unterbrechen, einige Sekunden ohne Strom lassen, wieder einschalten. Und das entspricht genau dem, was wir geschrieben haben. Also ich bin in diesem Fall mit der Antwort definitiv zufrieden und ich gehe noch weiter im Testen und frage jetzt, und wenn mein Rechner im Netz zu langsam ist, und schau, ob das weiterhin so gut funktioniert mit dem Beantworten aus dem Skriptum. Okay, das kann entweder an der Hardware liegen, Arbeitsspeicher, oder an der geringen Bandbreite der Internetverbindung. Das entspricht dem, was wir geschrieben haben. Und dann werden da auch noch Lösungen vorgeschlagen, was man machen kann. Ich muss mir aber bewusst sein, dass diese Antwort jedes Mal neu generiert wird und auch anders ausfallen kann. Ich mache jetzt noch einen dritten Test und stelle eine Frage, die wir zwar beantwortet haben, aber nicht ganz so einfach aufbereitet. Und zwar die Frage, ich soll an einer Videokonferenz teilnehmen und kann den Link nicht öffnen, was tun? Und wir haben hier zwar sehr konkrete Tipps im Skriptum gegeben, aber die waren in einer Bilddatei enthalten, die wir hochgeladen haben. Ich bin nicht sicher, ob ChatPDF das lesen und entschlüsseln kann und bin jetzt sehr gespannt auf die Antworten. Und ich sehe da eine sehr generelle Antwort. Suchen Sie im Internet nach dem Problem. Antworten in Technikforen, überprüfen Sie die Herstellerseiten der betreffenden Geräte. Und das entspricht nicht unseren Empfehlungen im Skriptum, die waren viel konkreter. Und da sieht man, was so ein PDF-Chatbot macht, wenn er eine Antwort nicht findet. Manchmal sagt er ja, ich kann die Antwort in Ihren Unterlagen nicht finden, aber in diesem Fall generiert er aus seinen Trainingsdaten eine eigene, neue Antwort. Und das kann uns gefallen, muss es aber nicht. Ja? Also das ist vielleicht jetzt nicht die ideale Qualität, die wir uns wünschen würden. Wir haben das Tool ausführlich getestet, wir waren ansonsten mit der Qualität sehr zufrieden, aber es generiert manchmal über das hinaus, was in einem PDF steht oder reduziert auch die Antworten im PDF, wenn es sie nicht erschließen kann. Was kann ich jetzt damit machen? Ich habe da oben einen Link zum Teilen. Hier könnte ich diesen Chat teilen und wenn ich diesen Link hier teile, dann bekommen pro User, also die ebenfalls einen ChatGPT-Bezahl-Account haben, die Möglichkeit, mit diesem Chatbot weiter zu chatten. Und User, die keinen Bezahl-Account haben, also die zum Beispiel mit dem Gratis-Account von ChatGPT 3.5 arbeiten, die sehen auch den vollständigen Chat, aber sie können nicht weiter chatten. Die Weitergabe eines fixen Chats gegenüber einem funktionierenden Chatbot hat auch Vorteile. Bei einem fixen Chat haben Sie die Antworten unter Kontrolle, Sie sehen, was die Antworten für die User oder Ihre Teilnehmerinnen sind und Sie können eine Qualitätssicherung vornehmen. Bei einem funktionierenden Chatbot muss einem einfach klar sein, dass die Antworten auf die gleiche Frage immer anders ausfallen, weil der Chatbot ja immer wieder neu generiert. Das kann auch Nachteile haben. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz die GPTs vorstellen, die beim kostenpflichtigen Account von ChatGPT dabei sind. Und ein solches GPT kann man selber anlegen, das kann man sich quasi als personalisierten Chatbot vorstellen. Und wenn Sie sich da bei mir auf der ChatGPT-Oberfläche umschauen, sehen Sie, dass ich da schon ein GPT angelegt habe für den Chat mit dem Magazin Erwachsenenbildung.at Ausgabe 50. Da sind alle Beiträge hochgeladen und da könnte man einfach diese Fragen oder andere Fragen stellen und abschicken und Antworten dazu bekommen. Ich habe auch schon ein GPT angelegt zum eBMOOC 2023, also so ein Chatbot zu den Videoinhalten des Kurses eBMOOC 2023, ebenfalls mit so Conversation Starter Fragen und der Chatmöglichkeit. Und wenn ich hier auf GPT bearbeiten klicke, dann sehen Sie hinter den Kulissen, wie das aussieht.
Wenn man jetzt so einen Chatbot neu kreieren würde, ist man hier in einem Chat-Dialog und wird vom GPT-Builder gefragt, was man denn haben will. Üblicherweise ist die erste Frage, anders als hier, was soll der Chatbot können, wie soll er heißen, welches Icon passt und in welchem Stil, Sprachstil soll er mit den Usern sich unterhalten. Und nach diesen Angaben und ein paar weiteren Basisangaben entsteht dann hier eine Konfiguration. Das heißt, unter Configure kann ich auch nochmal Namen und Description und so weiter nachbessern. Und diese Instructions, die entstehen aus meinem Dialog, den ich da vorher unter Create geführt habe. Und ich kann dann da Conversation Starters anlegen, also so Fragen, die eingeblendet und vorgeschlagen werden. Aber man kann natürlich auch jede andere Frage an den Chatbot stellen. Ganz wichtig darunter, ich muss hier die Dateien hochladen, von denen ich möchte, dass sie verwendet werden, ja, und kann dann noch zusätzlich Webbrowsing dazuschalten oder ausschalten, ebenso den Bildgenerator von OpenAI, DALL-E, der kann zugeschaltet oder ausgeschaltet werden, und ein Code Interpreter, wenn ich den einschalte, dann können die User auch die Ausgangsdateien herunterladen. Das wäre schon im Sinne der Nachvollziehbarkeit der Aussagen sehr gut. Ein bisschen versteckt unter den Additional Settings gibt es dann auch die Möglichkeit zu bestimmen, ob das Tool die Conversation Data verwenden soll, um das Modell zu verbessern, also fürs Training des Modells, oder nicht. Ich habe das hier deaktiviert, aber so könnte ich es einfach wieder aktivieren. Ja, und da ganz rechts habe ich so eine Testmöglichkeit. Ich habe da eben die Conversation Starters. Ich könnte jede andere Frage auch stellen und chatten. Und es empfiehlt sich auch sehr, das auszuprobieren, bis die Antworten wirklich gut sind. Wenn irgendetwas nicht passt an einer Antwort, dann gehe ich wieder zurück unter Create und kann dann da etwas tun, um das zu verbessern. In natürlicher Sprache auch auf Deutsch eingeben. Das wird dann eingearbeitet werden. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich den Eindruck hätte, das Modell generiert zu viel dazu, was gar nicht in den Transkripten steht, könnte ich hier zum Beispiel eingeben, verwende unbedingt bei jeder Antwort die PDF-Dateien aus dem Knowledge-Bereich und chatte nicht über Themen, die nicht in den Transkripten vorkommen. Könnte ich machen, hochladen, dann wird es in Configure eingebaut und wieder verwendet. Ja, das war jetzt nur ein kurzer Blick hinter die Kulissen und kein wirkliches Tutorial. Für ein Tutorial darf ich Sie auf den Link verweisen, der hier eingeblendet wird. Das Teilen dieses aktiven Chatbots ist leider nur mit Personen möglich, die selber einen Bezahl-Account besitzen, also die für das ChatGPT-Abo bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum wir das hier nicht ganz detailliert bringen und wirklich eher anreißen und nicht detailliert anleiten. Wer aber ein ChatGPT-Abo hat, kann natürlich auch gern den eBEMUG 2023 Chatbot testen. Und deswegen blenden wir hier den Link dazu ein. Wir haben jetzt gesehen, wie man einen Chatbot an Abonnentinnen weitergeben kann. Für Lehrende noch interessanter ist es, wenn sie einen funktionierenden Chatbot auch an Teilnehmerinnen weitergeben können, die kein Abo besitzen. Das funktioniert zum Beispiel mit Poi. Poi bietet Zugang zu zahlreichen generativen KIs und auch die Möglichkeit, eigene KI-Chatbots zu erstellen. Mit gewissen Einschränkungen geht das auch in der kostenlosen Version. Um einen Bot zu erstellen, wählt man zuerst ein KI-Modell als Basisbot. Zum besseren Vergleich mit den anderen Tools wählen wir hier ChatGPT. Danach kann man der KI Anweisungen geben, wie sie sich bei Anfragen verhalten und darauf reagieren soll. Über Wissensquelle hinzufügen lassen sich dann PDFs auswählen, auf die der Chatbot Bezug nehmen soll. Danach hat man auch noch die Möglichkeit, weitere Informationen wie eine Begrüßungsnachricht einzugeben. Und dann kann man auch schon über Bot erstellen mit dem Chatten beginnen. Über die Chatzeile lässt sich wieder ein entsprechender Prompt eingeben.
In diesem Fall zum Beispiel, was weißt du über Medienkompetenz? Und Sie sehen, der KI-Chatbot liefert wieder sehr schnell eine Antwort. Über die Funktion Teilen kann man sowohl den KI-Chatbot als auch den Chatverlauf und auch einzelne Nachrichten daraus per Link teilen. Hier sehen Sie noch die Ansicht einer Person, die einen Link zu einem KI-Chatbot erhält und damit auch gleich interagieren kann. Man gibt wieder einen entsprechenden Prompt ein und der Chatbot antwortet. In der Gratis-Version mit ChatGPT als Basismodell hat uns die Ergebnisqualität nicht ganz überzeugt. Manchmal wurden Inhalte der PDFs nicht gefunden oder nicht berücksichtigt oder Antworten waren falsch. Genauso wie beim Chatten mit dem Tool von PromptBoom ist uns aber aufgefallen, dass die Antworten besser wurden, je länger der Chat dauerte. Wenn man einen Poi-Chat teilt, brauchen die Userinnen einen eigenen Poi-Account, um mit dem KI-Chatbot zu interagieren. Zumindest die kostenlose Version. Am allerbesten wäre es jetzt, wenn man chatfähige Unterlagen auch weitergeben könnte, ohne dass sich jemand anmelden muss oder etwas bezahlen muss. Dazu können wir auf ein Tool verweisen, das auch den Namen ChatPDF trägt und von der deutschen ChatPDF GmbH stammt. Mit diesem Tool ist es möglich, mit einem PDF zu chatten, ohne sich anzumelden, was schon einmal für den Datenschutz spricht. Um zu beginnen, lädt man einfach eine PDF hoch. Das geht auch mit Drag and Drop. Derzeit ist das Tool in einem geringeren Nutzungsumfang gratis. Es lassen sich sogar Ordner mit mehreren PDFs oder Links anlegen, mit denen dann gechattet werden kann. Der Chat mit dem hochgeladenen PDF lässt sich auch teilen. Teilt man ein PDF als Chatbot per Link mit anderen, können die Empfängerinnen frühere Chatverläufe zwar nicht einsehen, aber sie können mit dem Chatbot weiter interagieren und weiter chatten. Und das auch ohne Anmeldung. Anmelden muss man sich nur, wenn man eigene Chatverläufe speichern möchte. Die Anmeldung funktioniert nur über Google. Der Chatverlauf lässt sich auch als TXT-Datei herunterladen und auch das ohne Anmeldung. Der Chat gibt Antworten und Zusammenfassungen von wirklich guter Qualität. Nummern im Chatverlauf geben an, auf welche Seite im Dokument sich der KI-Chatbot bezieht. Auch bei diesem KI-Bot haben wir festgestellt, dass er ab und zu etwas generiert, das nicht explizit in den hochgeladenen Unterlagen steht. Das liegt ebenso wie eine gewisse Fehleranfälligkeit an der Funktionsweise von KI-Chatbots. Der Anbieter des deutschen ChatPDF wirbt mit Datenschutz, wenn auch ohne expliziten Bezug zu DSGVO. Das Tool nutzt die ChatGPT-Schnittstelle, trainiert aber ChatGPT offenbar nicht. Man kann Chats und PDF-Dateinhalte als Userin dauerhaft löschen und der Anbieter weist selbst darauf hin, dass die Nutzerinnen keine urheberrechtlich geschützten Dokumente hochladen dürfen. In Summe kann man sagen, dass es verschiedene KI-Lösungen gibt, die sich zur Weitergabe oder zum Aufbereiten von Kursunterlagen eignen. Die teuerste Lösung ist nicht immer die beste, wenn man zusätzlich den Datenschutz mitbedenkt. Die Limits dieser Lösungen bestehen in der Ergebnisqualität, die nicht immer überzeugt, und in den Rechtsfragen, die dabei auftauchen. Und bei der Ergebnisqualität gibt es wiederum zwei Herausforderungen. Einerseits falsch negative Ergebnisse und andererseits das eigene Generieren von Inhalten, die nicht im jeweiligen PDF stehen. Bei den Rechtsfragen ist speziell bei diesen Tools das Urheberrecht besonders wichtig. Es dürfen nur eigene Texte und höchstens offene Bildungsressourcen verwendet werden, je nachdem, wie diese lizenziert sind.
Wenn Sie generierte Texte weiterverwenden, ist es wichtig, dass Sie diese als KI generiert ausweisen und zusätzlich alle PDF-Quellen anführen, also alle eigenen Texte oder offenen Bildungsressourcen, die Sie dafür verwendet haben. Ja, und wie können Sie jetzt noch die eigenen Daten schützen, die Sie selber beim Prompten eingeben? Dafür nutzen Sie am besten europäische KI-Lösungen oder Tools ohne Anmeldung. Bei Tools wie ChatGPT können Sie auch das Modelltraining anhand Ihrer Daten untersagen. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen einfach viel Spaß beim Ausprobieren.